Da ist ein Mann, der jeden Tag mit dem Zug in die Arbeit fährt. Und er sitzt wie jeden Morgen im selben Abteil. Der Zug fährt wie immer in die Station ein und nimmt weitere Fahrgäste auf. Aber diesmal ist alles anders. Ich warne Sie! Ich bin gefährlich! Unberechenbar! Ja. Ich mache das auch nicht jeden Tag. Eher eine Ausnahme heute. Die Wand und das Geiselnahme-Dings. Der hat gemeint, es sei besser, wenn ich kündige. Und das hat sich gut getroffen, weil ich mich sowieso gerade verändern wollte. Ja. Barbara? Barbara! Du, wo bist du denn? Was heißt, du bist ausgezogen? Wenn man wem behilflich ist und die Koffer zum Taxi bringt, wer denkt denn daran, dass dieser Mensch dann nicht mehr zurückkommt? In Berlin, auf der Herrentoilette am Bahnhof, weil ich mir gedacht habe, da traut sich die Mama nie rein. Das Klischee kennen Sie sicher. Er wird plötzlich arbeitslos, traut es sich aber nicht, seiner Frau zu sagen. Bankbeamte sind ja irre nervös. Die tun immer so, als sei das ihr Geld, das sie nicht mehr zurückbekommen. Du musst selber wissen, ob du zu mir zurückkehrst oder bei diesem kapitalistischen, reaktionären Arschloch bleibst! Barbara? Von diesem Tag an bin ich nicht mehr aus meiner Wohnung gegangen. Bis heute. 3 Jahre lang. Ein Idiot, der Pizzamann. Aber es ist sowieso nicht immer derselbe. Immer ein anderer. Aber immer aus Taiwan. Glaube ich. Guten Tag. Sie endlich. Rachel! Ich bin sofort aufgesprungen und habe die Tür und den Briefkasten unten zugeklebt, obwohl Mittwoch war. Ein paar Millionen unnötiger Gedanken fallen heraus und ergießen sich im Nichts. Haben Sie Sex? Sie wissen schon, ohne Probleme. Erwiesen, dass aus Geiseldramas Dramen mehr Ehen hervorgegangen sind als aus Herzblatt. Boah, da habe ich so eine Gänsehaut gekriegt, das wäre jetzt schon fast gewesen. Aber ich habe mir gedacht, nein! Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man mit Rotwein länger lebt, ja. Dann habe ich mir ausgerechnet, dass ich in 350 Jahren wieder schuldenfrei bin. Glauben Sie, ich habe mir das alles ausgedacht, ha? Nein, nein, das ist mir passiert, weil ich eine feige Sau bin. Das ist alles, weil ich mich anscheiße vor da draußen.